So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es mal wieder um den Bereich technische Informatik. Und zwar wollen wir in diesem Fall mal ein Schaltwerk entwickeln, welches eine einfache Ampelsteuerung realisieren soll. Und zwar befinden wir uns hier wieder in dem Programm Logisim. Das ist kostenlos. Damit können Sie Schaltnetze, Schaltwerke, ganze Prozessoren und so weiter aufbauen und simulieren. Als erstes einmal, für unsere Ampel brauchen wir natürlich Leuchtdioden. Also hier diese Leuchtdioden. Die setzen wir hier entsprechend. Wenn die angeht, soll die erste hier rot werden. Das ist schon per Voreinstellung so. Die nächste soll gelb leuchten. Dann gehe ich hier drauf, wähle hier die Farbe gelb aus. Und dann brauchen wir noch eine grüne. Wenn die angehen soll, soll sie grün sein. Wähle ich einfach diesen Grünton. Und dann legen wir einmal los. Als erstes einmal, was brauchen wir? Wir müssen uns Gedanken machen, wie weit wollen wir zählen. Ja. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir hier einen 4-Bit-Zähler verwenden. Wir lassen also hier bis 4, Quatsch, nicht bis 4, sondern bis 15 lassen wir hier maximal zählen. Das heißt also, insgesamt können wir dann hier mit Hilfe von 16 Zuständen das Ganze entsprechend koordinieren. Wir brauchen einen Taktgeber. Und bei der Taktfrequenz, da habe ich mir gedacht, da nehmen wir einfach so ein Hertz, das müsste reichen an Taktfrequenz. Hier brauchen wir noch eine Konstante. Ja, weil hier muss die Konstante drangelegt werden, dass der hier aufwärts zählt, das wollen wir. Dann kann es hier eigentlich schon losgehen. Was wir brauchen, ist ein Verteiler als erstes einmal. Ja. Und zwar Ausfächerung 4, Bitbreite 4, weil wir hier eben eine 4-Bit-Ladung herausbekommen. Das sieht dann so aus. Dann brauchen wir ein einfaches Und-Gatter schon mal. Das Ganze mit vier Eingängen gleich. Das Ganze machen wir auch schmal, dass wir das Ganze ein bisschen kompakter bekommen. Und da wollen wir das folgendermaßen realisieren. Und zwar soll direkt am Anfang, also wenn der Zähler 0 zählt, wollen wir, dass direkt hier die rote Leuchtdiode angeht. Ich weise darauf hin, ich halte mich jetzt hier nicht an die realen Schaltzeiten. Wir haben ja bei einer realen Ampel entsprechende Grünphasen, Rotphasen, Gelbphasen, also von entsprechenden Sekunden. Das könnte man hier zwar auch realisieren, allerdings würde das dann zu lange dauern, bis man da warten müsste, bis dann hier die Ampeln, bis dann hier die Leuchten immer umschalten. Deshalb werden wir hier kleinere Zeiten nehmen, die mit der Realität nichts zu tun haben, also wenige Sekunden. Ja. Wir werden das also hier vereinfacht machen, dass Sie das Prinzip haben. Also, unser Zähler hier zählt. Und dass wir hier mit diesem Gezählten, ne, auch etwas anfangen können, dass wir also diese Zustände, insgesamt 16, die er ausspuckt, dass wir damit auch was anfangen können, müssen wir uns hier immer entsprechende Schaltnetze bauen, die das Ganze dann entsprechend abfangen und weiterleiten. Natürlich nicht direkt, werden Sie gleich sehen. Also, Inverter hier, Inverter hier. Und dann noch an die anderen ebenfalls Inverter. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier bei 0,0 wollen wir schalten. Das heißt also, wir müssen hier Inverter davor setzen. Und da können wir das hier direkt so verbinden. Das lege ich hier gerade runter. Da drauf. So, da haben wir den Kameraden. Und das hier festgelegt. Das Ganze hier, das kopiere ich mir jetzt einfach, indem Sie auf Streng und C drücken, können Sie das kopieren. Das brauchen wir nämlich jetzt häufiger. Wir werden das Ganze jetzt sauber über diese Verteiler machen. Das ist eine feine Sache. So, das heißt also, wenn der Zähler 0 zählt, wie jetzt hier zum Beispiel, haben wir hier eine logische 1. Ne? Damit wir uns das Ganze müssen wir uns jetzt allerdings merken. Das heißt also, wir brauchen hier ein SR-Flipflop, nehmen wir hier ganz einfach. Dieses braucht einen Takt, das ist kein Problem, den legen wir hier rüber. Das heißt also, wir legen das hier auf Takt. Ich möchte bei einem H-Niveau, möchte ich, dass das schaltet.
Wir legen hier die Leitung dann auf den Z-Eingang und hier am Ausgang, da gehen wir dann direkt hier auf unsere Leuchte. Das Ganze legen wir mal nach hier, dass das Ganze ein bisschen abgetrennter erscheint. So. Das heißt also, sobald hier eine 0 gezählt wird, wird dies von unserem Schaltnetz, von unserem kleinen hier wahrgenommen, wird hier in dem Flipflop gespeichert. Und gleichzeitig wird die rote Leuchte aktiviert. Ja. Zur Koordination eines solchen Schaltwerks brauchen Sie immer einen Taktgeber und einen Zähler. Oder in einfacheren Fällen, je nachdem, was Sie realisieren wollen, kann auch ein Schieberegister hier ausreichend sein. Ein Schaltwerk unterscheidet sich vom Schaltnetz dahingegen, dass es auch sich etwas merken kann. Stichwort gerade endliche Automaten in der theoretischen Informatik. Ne? Also ein Schaltwerk ist nichts anderes als ein als ein Repräsentant für einen endlichen Automaten, ne? Aber ein konkreter Repräsentant. Jetzt haben wir das. Jetzt leuchtet schon mal unsere rote Leuchte hier. Und wenn der Zähler 5 zählt, ne? Wenn der Zähler 5 zählt, dann möchte ich, dass die rote Leuchte ausgeht und die gelbe angeht. Das habe ich jetzt einfach über die Tastenkombination streng und V eingefügt. 5, müssen wir uns Gedanken machen, logisch 5. Also ich brauche hier eine, hoppla, ich brauche hier eine 1. Das heißt, diesen Inverter mache ich weg. 1, 0, 1 und diesen Inverter machen wir auch weg. Da machen wir eine direkte Drahtverbindung. Jetzt kann ich hier ganz bequem hochschalten und zack. Das ist ja sauber realisiert. Wir brauchen hier wieder einen Flipflop. Das heißt also, ich setze es hier wieder hin. Wir schalten es hier auf H-Niveau. Hier ziehe ich mir die Taktleitung runter. Hier legen wir den Z-Eingang drauf. Das heißt also, wenn er jetzt bei 5 ist, wird dieses Schaltnetz hier das wahrnehmen, wird hier das Flipflop setzen. Und jetzt haben wir gesagt, wir möchten einmal, dass jetzt hier oben diese Leuchtdiode angeht und gleichzeitig, dass die andere ausgeht. Das heißt also, ich gehe hier gleichzeitig runter. Und gehe hier auf den Reset-Eingang des ersten RS-Flipflops. Jetzt haben wir die gelbe Leuchte. Die gelbe Leuchte, die soll jetzt so lange leuchten, bis der Zähler hier die 8 erfasst hat. Das heißt also, wir fügen uns hier wieder unser erstes Schaltnetz ein. Das ziehen wir hier wieder runter. Wir machen hier eine direkte Ver Hoppala. Wir machen hier eine direkte Verdrahtung. Und jetzt brauchen wir die 8. Die 8 haben wir genau dann, wenn wir, können Sie sich ja einfach merken, hier haben wir die 1, hier haben wir 2, hier haben wir 2, hier haben wir 4, hier haben wir 8. Das heißt also, hier muss ich direkt eine 1 drauflegen. Ne? Also Inverter wegmachen, haben wir hier die 8. Und sobald diese jetzt aktiviert wird, hier brauchen wir wieder unseren Taktgeber, ich schalte hier das Ganze wieder auf High-Niveau. Sobald jetzt die 8 gezählt wurde, wird dieses RS-Flipflop gesetzt. Gleichzeitig soll natürlich die gelbe Leuchte ausgehen. Das heißt also, wir springen hier wieder 1 nach unten und hier auf den Reset-Eingang des zweiten RS-Flipflops und gleichzeitig legen wir hier eine Leitung, hoppala, legen wir hier eine Leitung hoch. Das könnte man eleganter machen. So, legen wir hier eine Leitung hoch da drauf. So. Jetzt leuchtet nur noch die grüne Leuchtdiode. Die soll so lange leuchten, bis der Zähler 15 gezählt hat. Das heißt also, ich brauche wieder ein kleines Schaltnetz. Das heißt also, unser Schaltwerk, was wir hier bauen, besteht aus mehreren Teilschaltnetzen. Na? Und sobald jetzt die 15 gezählt wird, das ist natürlich hier in dem Fall ganz einfach eine Folge von 4 Einsen haben wir dann. Die können wir hier direkt durch unser UND-Gatter realisieren. Und dann soll einfach unsere rote Leuchtdiode hier, Entschuldigung, unsere grüne Leuchtdiode hier ausgehen. Aus diesem Grund gehen wir hier direkt auf den Reset-Eingang des dritten RS-Flipflops und dann beginnt das Ganze hier wieder von vorne.
Das Ganze wird jetzt getaktet mit einem Hertz. Das reicht in dem Fall vollkommen aus. Wir schalten jetzt hier oben auf Weiterschalten, um die Simulation zu starten. Die Diode leuchtet bereits, wie Sie sehen. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten und etwa jetzt müsste, ja, jetzt schaltet es um, jetzt leuchten die gelbe und etwa jetzt wird umgeschaltet und die grüne leuchtet, wie Sie jetzt hier sehen. Und die müsste auch gleich wieder ausgehen, sobald der Zähler hier eine 15 gezählt hat, also sobald hier F erscheint. Ja, bedenken Sie, der zählt hexadezimal und jetzt schalten wir um und jetzt beginnt das Spielchen von vorne. Sie sehen also, auf die Art und Weise können wir also mit Hilfe unseres eines Schaltwerkes auch hier eine Ampelsteuerung realisieren. Ne? Das ist also auch ohne Probleme möglich. Ne? Hier spielt auch natürlich Informationsverarbeitung eine gewichtige Rolle. Ne? Nur dass dann in dem Fall einfach die Informationen, die hier vom Zähler kommen, entsprechend hier verarbeitet werden. Ne? Wie gesagt, bei so Geschichten müssen Sie sich immer Gedanken machen, bis wohin möchte ich eigentlich zählen. Das heißt also, Sie müssen sich Gedanken machen, was habe ich überhaupt für Operationen, wie viele Schritte muss ich da durchführen, wie muss ich die koordinieren und so weiter und wie muss ich den Zähler wählen. Mit einem solchen Zähler können Sie natürlich zig Operationen, wenn Sie wollen, durchspielen lassen. Stichwort parametrisierte Schaltung. Das heißt also, Sie haben dann zum Beispiel zuzüglich, hätten wir dann beispielsweise hier jeweils ein UND-Gatter mit 5 Eingängen, wobei der fünfte dann ein Steuereingang wäre, wo wir zum Beispiel einen Befehl noch hinschalten können. Ne? Zum Beispiel, dass wir dann mit dem einen Signal eben unterscheiden können zwischen zwei verschiedenen Operationen. Wenn zum Beispiel der Steuereingang 0 ist, ne, wird die andere Operation ausgeführt. Wenn er 1 ist, wird die zweite Operation ausgeführt. Ne? Und beide werden dann über diesen Zähler hier koordiniert. Ne? Das geht natürlich nur, wenn Sie mit dem einen Zähler die ganzen Operationen auch wirklich koordinieren können und Sie nicht eine Operation dabei haben, die vielleicht mehr Zielschritte erfordert, wie hier Ihr Zähler hergibt. Ne? Wie gesagt, das hier wäre jetzt eine ganz einfache Ampelsteuerung. Den Zeitdurchfluss, also wie lange das jetzt hier dauert, das können wir ganz einfach beeinflussen, indem wir hier die Taktfrequenz hochfahren. Ne? Das heißt also, wenn Sie beispielsweise sagen, okay, ich möchte, dass die Grünphase zum Beispiel 30 Sekunden dauert, könnte man auch den Zähler einfach vergrößern, ne? Zum Beispiel einen 8-Bit-Zähler verwenden und könnte dann auch hier wieder die Taktfrequenz hier bei einem Hertz belassen und könnte das dadurch steuern oder beziehungsweise man reduziert das Ganze eher. Ne? Wie gesagt, man muss sich dann Gedanken machen, dann könnte man das auch durch 45 Schäl, zum Beispiel wenn Sie sagen, die Grünphase soll jetzt 30 Sekunden lang dauern, dass Sie dann hier erst die Grünphase abschalten, wenn der Zähler 30 Einheiten weitergezählt hat. Ne? Sie müssen sich Gedanken machen, wie weit soll der zählen und Taktfrequenz wäre dann 1 Hertz, dann müssen Sie etwa bei 30 Sekunden etwa rauskommen, plus minus. Ne? So viel also dazu. Wenn Sie jetzt noch Fragen zum Thema haben, das hier schalte ich jetzt gerade wieder ab. Wenn Sie jetzt noch Fragen zum Thema haben, dann können Sie die Fragen natürlich immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail über YouTube oder Sie melden sich über Facebook bei mir, das geht auch. Ne? Ich würde mich noch über ein Abonnement freuen und bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank.